Kleider, Kleider, Kleider. Ein König hält sein Wort. Guten Abend. Da, das ist meine Braut. Und etwas drückt hier. Das ist die wahre Prinzessin. Ich werde nicht heiraten. Ja. Na, was sagst du jetzt? Aschenputtel! Aschenputtel! Alle Töchter des Reiches im heiratsfähigen Alter werden eingeladen, aufs Schloss zu kommen. Prinz Viktor wird sich aus den anwesenden Damen seine Braut aussuchen. Hast du das gehört? Du wirst nicht nur Prinzessin, du wirst Königin. Ich möchte auch auf den Ball gehen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn ich auch nur noch eine in der Asche finde, kannst du den Ball vergessen. Hier, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Weißt du, wer das da ist? Nein, aber die blöde Kuh hat sich einfach zwischen mich und den Prinzen geschoben. Majestät gestatten? Hey! Oh, ah, ah, was fällt dir ein, hierher zu kommen? Lass mich in Ruhe! Du willst deiner Schwester ihre große Chance ruinieren. Wenn ich dich sehe, dann geht in meinem Herzen... Was geht in deinem Herzen? Na, die Sonne auf. Und das willst du meinen Eltern sagen? Nein. Ach so, du willst meinen Eltern sagen, dass ich deine Braut werden soll. Würdest du denn meine Braut werden? Deine Braut? Ja, klar. Jorinde! Jorinde, was hast du? Noch nie ist ein Mädchen von der Zauberin zurückgekehrt. Ich werde Jorinde befreien, weil ich sie liebe. Niemand kann in das Reich der Zauberin eindringen. Was willst du mit der Zauberblume? Du weißt doch nun um ihren Fluch. Wer sie benutzt, altert bis zum Tod. Gibt Jorinde frei. Könnten Sie mich wohl übersetzen, Herr Fährmann? Ich muss zum König. Das Schicksal unseres ganzen Dorfes hängt davon ab. Wir sind auch mal zum König gegangen. Er hat uns nicht mal empfangen. Und seitdem leben wir in bitterster Armut. Mein Medaillon! Fische! Ja, aber so viele. Ich habe schon ewig keine mehr gefangen. Das Blinken ist es. Wenn wir sowas hätten, dann wären wir gerettet. Nehmt es. Ich bitte euch, dieses Mädchen zu empfangen. Es ist etwas Besonderes um sie. Ihre Augen leuchten wie Sterne. Ich bin gekommen, um euch zu bitten, unsere Eltern freizulassen. Vielleicht hat sie einiges unterwegs verloren. Es ist alles, was wir haben. Weil wir unsere Steuern nicht bezahlen konnten, wurden unsere Eltern abgeholt, um ihre Schuld hier abzuarbeiten. Aber für 2 Silbertaler kann ich sie nicht gehen lassen. Das ist ungerecht. Ein guter König, der sein Volk wirklich liebt, würde so etwas niemals tun. Alle Sohlen,
haben Löcher. Ihr Schlafsaal ist verschlossen und verriegelt. Wie geht das zu? Finde er mir einen, der endlich herausbringt, was meine Töchter des Nachts treiben. Ein Puppenspieler, der König werden will? Was habt ihr gegen Puppenspieler, Prinzessin? Heute regiere ich meine Puppen, morgen mein Volk. Du wirst den Mantel brauchen. Wenn du ihn dir umlegst, dann bist du unsichtbar. Er würde uns verraten, wenn er könnte. Aber das weißt du doch gar nicht. Ich bliebe doch gar nichts anderes übrig, wenn er nicht gehängt werden will. So hat er also nichts herausgefunden. Doch. Und was? Alles. Aber er will es mir nicht sagen. Nein. Komm mit mir. Mir gebührt die Krone. Ja, so ist es. Was fällt ihm ein?